Guten Tag, hier ist der Gusor wieder schön am Lupen und er ja, geht immer weiter schön nach unten. Und wie ihr seht, wir haben fast die 8 Millionen erreicht. Das ist ziemlich geil. Ich skippe euch wieder so ein bisschen weiter, beziehungsweise nee, diesmal skippe ich euch ja natürlich nicht, sondern mach's halt einfach nur ein bisschen schneller, dass es nicht so langatmig wird. Auch kurios bei der Aufstellung hier, dass der halt wirklich noch was in den Lagern, also der hat ja in den Minen ja eher weniger, der hat halt wirklich in den Lagern so viel, in Anführungsstrichen viel. Und das würde ich schon gern noch mitnehmen. Jetzt hoffe ich, Schisse, das Town Hall geht zu schnell down. Nee, ganz ehrlich, ich meine, jetzt könnte man sagen, oh, was, du hättest die 100 noch ziehen können. Klar, logisch, aber ich hätte 48 durch 3, also ich hätte, ja, 16, 17, 18 Pokale ungefähr gleich wieder plus gemacht. Und das hätte mich dann wieder zeitlich so weit nach vorne geworfen oder nach hinten geworfen. Yay, jetzt ist das mal langsam Stuff, über den ich about bin zu talken. Geiles Ding. Hier ein Bohrer. Hier ein D-Elix-Lager. Junge, ich würde mal sagen, der will definitiv runter. Kann er haben, Junge, kann er haben. Aber ich schenke ihm natürlich immer noch keine Pokale. Krass, Junge, und den hätte ich jetzt, den Bohrer hätte ich gern auch noch, ganz genau. Ja, okay. Nö, warum okay? Scheiß drauf. Ich nehme die Queenie und die ist noch schön am Rasieren hier mit ihrem Messer, beziehungsweise mit ihrem Bogen. Ja, schnell noch weg hier. Passt. Ja, go. Go, 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 go. Das ist natürlich richtig geil. Alter, wir haben es echt fast geschafft. Richtig kranker Shit. Richtig kranker Shit. Aber wirklich die Qualität, wirklich, also man kann es absolut gar nicht mit Gold oder Silber vergleichen. Also wirklich, Gold ist ja richtig krass, wirklich maximal 20 Mal skippen. Und ja, läuft hier natürlich auch. Ich gehe aufs Ganze und gucke. Ja, doch, da war was im Lager. Da war definitiv was im Lager. Und ja, der Rest. Nee, ich will ja auch noch was zum Droppen haben hier, dass ich noch meinen King droppen kann. Und dann passt das. Aber das ist natürlich echt ziemlich sweet hier, dass ich noch so mein Zeug hier noch am Start habe. Ja, wären die gemaxt, wäre das ziemlich geil. Hashtag geil. So, und jetzt müssten langsam auch wirklich die ersten Base-Designs kommen. Also sprich, einer, der sich richtig Mühe gegeben hat am Anfang und wirklich hier gerade erst die erste Kanone hat und so ein paar Truppen und sich dann eben immer schön hoch gepusht hat, die dürften jetzt so langsam mit ankommen. Das heißt natürlich für mich natürlich dann gar kein Loot mehr. Hier, guck mal, hier wird es schon wirklich Level 2 Bogiturm und das wird jetzt langsam wirklich Anfängerniveau auf jeden Fall.
Aber ich gehe trotzdem noch tiefer, weil ich halt wirklich denke, dass da noch mehr zu holen ist, sage ich mal so. Oh, sechs Pokies. Läuft bei mir richtig hart, Alter. Den Inferno würde ich ja gerne noch mitnehmen. Den Inferno für die Errungenschaft. Ja, den würde ich gern mitnehmen. Wenn man den schon so auf dem Silbertablett reserviert bekommt, oder nicht reserviert, sondern serviert bekommt, dann sollte man den, denke ich, mal mitnehmen. Weil so viel habe ich da auch noch nicht ausgepustet, weil ich mich in dem Bereich ja noch nicht so ausgetobt habe. Ah, hier ist schwierig, schon seine Truppe zu setzen, ohne dass man gleich aufs Maul bekommt. Oh, minus 5, geiler Scheiß auf jeden Fall. Das hat doch ordentlich gezeckt. Minus 5, das war ordentlich nice. Hier brauche ich jetzt natürlich nicht so viele Goblins, weil. Ah, scheiße, er hat nur eine Kanone. Ich habe es nicht gesehen. Ich hätte schön mit einem Goblin das platt machen können. Aber nicht verliere, nicht gewinnen hier. Nicht, dass ich hier noch großartig hier Pokis noch mit nach oben nehme. Da habe ich ja nur gar keinen Bock drauf. Nee, aber jetzt würde ich mal sagen. Stelle ich dann, also mache ich mir schon mal eine Base, also irgendwie mit YouTube Gusoa und dass ich halt die Lager schon mal so freistelle und diese wird dann eben zu den nächsten Tagen sozusagen aktiviert, dass ihr das denn eben auch wisst, wenn ihr das Video dann schon gesehen habt und dann könnt ihr mich nämlich gerne hier unten angreifen. Und macht gern einen Screenshot, wenn ihr den habt, einfach auf der Facebook-Seite einfach mal posten, dann kann ich den eben auch mal reinstellen. Das ist doch dann eine coole Nummer. Weil ich kann mir schon vorstellen, hier wird es schon relativ easy, dass ihr mich kriegt, also dass ihr mich findet. Also irgendwas, ich denke mal zwischen 300 und 600 Pokalen, weil man ist ja klar, man ist ja auch eine Nacht gerne mal 200 Pokale Unterschied. Da muss man dann halt auch schauen, wie das so läuft. Auf jeden Fall. Aber viel Spaß dabei. Ich baue die dann noch um und dann sollte das passen. So, das war der letzte Fight. Für die Sache, wir sind auf 355 Pokale runter. Der Boost ist fast zu Ende. Genau, noch 7 Minuten einwandfrei. Wir haben fast 8 Millionen insgesamt gefarmt. Und dann geht's los. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, ciao.